für mich ist das so ein bisschen eine mystische Art mit der Nagelflur. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn wir hier hinten gelaufen sind, der MNA, dass es für Leib und Seele gut war. Der Werner Eschbacher, Bauernbub von Eckiwil. Ein Leben lang hat er gewerkt, Zeit für seine Leidenschaft, die Musik, hat er sich stellen. Seit er pensioniert ist, lebt er nur noch für seine Örgeli. Sie haben ihm die Welt aufgetan. Und jetzt will er schauen, wie die anderen Örgeli, tief im Süden der USA, in Louisiana. Macht einen Weg, der fährt irgendeinem Ort an und der geht nicht ganz nur gerade. Und es fasziniert ihm nicht ganz das Gleiche. Und das tut eigentlich Musik auch ganz beeinflussen. In Bützberg wohnt er mit seiner Frau und mit einem Haufen Örgeli. Fast 100 verschiedene. Der Werner Eschbacher. Das sind so ein bisschen die erlesenen Örgeli, die ich hier aufbewahre. Da habe ich auch noch ein paar Örgeli. Das nehmen wir auch mit. Ja, das ist so ein Übungszimmer, ein Glätti- und Übungszimmer, wo wir mit dem Trio üben. Das ist so ein Salz Langnauerli. Ja. Früher hat er auf dem Strassenverkehrsamt schwere Motorfahrzeuge geprüft. Das Schweizer Örgeli musste ein Hobby bleiben, neben der Familie oder der Bütz. Jetzt hat er endlich Zeit für die Musik und seine Sammlung. Das haben wir zu ältere Leute gebracht, in einem Plastiksack. Und ich sehe, der Fernseher sei ausgestiegen. Und sie wollte die Fußballmeisterschaft, die Weltmeisterschaft schauen. Und wenn ich jetzt ein Örgeli kaufe, könnten sie einen Fernseher kaufen. Und so habe ich einfach ein Angebot gemacht und sind wir zu Schlag gekommen. Sie hat es dann nachher auch restauriert. Da hier, das ist eins von Merlingen. Die sind zum Beispiel viel gebraucht worden, so für Trachtentänze, Jodelbegleitung und eben so eigentlich mehr für diese Richtung. Kommt aber gerade nicht hin. Siehst du, das ist schon lange nicht mehr gemacht. Tanzlehre auf dem Örgeli. Das war eine gute Zeit, viele schöne Erlebnisse gehabt und so. Aber irgendwie habe ich abgeschlossen mit dem. Ich wollte ein bisschen frei sein. Gängig mehr bricht er aus der Tradition aus.
Heute komponiert er vor allem selber. Das ist für einen Musikant eigentlich die beste Situation, wenn er das spielen kann, was er eigentlich will. Ich gehe gerne halt auch ein bisschen in eine Richtung, die nicht unbedingt definiert ist, die mich einfach persönlich interessiert und anspricht. Und du willst weiterkommen? Ja, gerne, ja. Woher? Einfach dort, was mir gefällt. Live-Auftritt zu Gossau im St. Gallischen. Zusammen mit dem Schriftsteller Pedro Lenz. Der Mani war gerade begeistert. Er ist ganz nah vor die Musiker hergestanden und hat ihnen auf die Finger geschaut, hat geschaut, wie sie virtuos auf diesen Knöpfen drücken und wie die Örgel auf und zugehen. Der Mani war ganz verzaubert und hat die Füße bewegt und immer, wenn ein Stück fertig war, hat er laut geklatscht und gesagt: «Bravo, Schweizer Örgeli, bravo, Schweizer Örgeli!» Ich finde es wahnsinnig atmosphärisch mit diesen Örgeli. Er hat irgendwie als kleiner Bub gelernt, Örgeli zu spielen beim Schauen. Und mit uns das merkt man, das Örgeli ist wie ein Teil von ihm. Das ist etwas, das sein Kind begleitet. Werner, stimmt es einfach. Er verkörpert eigentlich die Tugenden, wo die beste Schweizer Kunst ausmacht. Er ist einerseits sozusagen ein Uhrmacher und andererseits ein Anarchist. Also ein Niveli-Arbeiter und ein Poet. Es ist beides im Gleichen. Er lebt in der Tradition, er kennt sich dort unglaublich aus, er sammelt ja auch die Instrumente. Und er macht aber etwas Neues. Er bezieht Tango ein, er bezieht Bolero ein, er bezieht Blues in seine Musik ein. Und sie hat einen ganz tiefsinnigen Humor, aber einen Humor auf dem allerhintersten Stockzahl. 3%? Ja. Ja. Gut im Recht, ja. Daheim am Rand des Emmental stimmt er sich auf eine verrückte Reise ein. Auf die Klänge von Cajun-Musik zu Louisiana. Bis jetzt hat er die fremden Welten nur auf seinen Instrumenten erkundet. Jetzt ist fertig Kopfreisen. Er will selber schauen, hören und Musik machen. Susi, seine Frau, kommt mit auf Amerika. Und ein paar Schweizer Örgeli auch. Ich kann natürlich das Verschiedenste machen, so von einem Schweizer Örgeli. Es gibt eigentlich praktisch alles. Ich muss einfach etwas einfallen, wie man es arrangieren will. Der Werner hat sofort zugesagt, als er ihm vorgeschlagen hat, eine Reise dorthin zu machen, wo das Cajun-Akkordeon den Ton angibt. Ich kenne einfach das Louisiana überhaupt nicht. Und das ist natürlich gängig, wenn man in ein Land reist, das man überhaupt nicht kennt. Da kommen ein Haufen Unbekannte auf ihm zu, wo man irgendwie, ja. Es ist ein anderes Temperament, ja.
Aufbruchstimmung. Aber es wird nichts aus der Musikreise. Zehn Tage vor dem geplanten Abflug läutet Werner uns an, er müsse im Herzen eine schwere Operation machen. Statt auf Louisiana ins Spital. Und das Schlimmste, er muss 3 Monate auf seine Örgeli verzichten. Der Doktor hat ihm das Spielen verboten. Ja, ich musste einfach auch gerade heulen. Ja, das ist einfach schon eine Welt zusammengebrochen. Was bedeutet das, nicht mehr spielen? Ja, das ist für mich natürlich ein Teil von meiner Lebensart. Ich habe gerne Musik gemacht, mein Leben lang. Es ist ein Teil von meinem Leben und ein Lebensinhalt. Würdest du für uns jetzt etwas spielen? Was würde passen? Möchtest du? Ja. Ein paar Wochen später. Die Herzoperation ist gut verlaufen. Der Werner Eschbacher ist zur Rehabilitation in der Klinik Heiligenschwendi. Er ist nicht zu Weg. Er ist aus dem Takt gefallen. Die Musik fehlt ihm. Auf der einen Seite muss ich ja glücklich sein, dass man es gesehen hat, dass man Weg gefunden hat, das zu operieren und wieder zu flicken. Auf der anderen Seite ist eben gleich auch so ein bisschen Arrestangst da. Dass das Herz nicht mehr kommt? Nicht einmal wegen dem Herz. Dass die Musik nicht mehr kommt? Ja, dass wir vielleicht die Psyche verändern. Oder ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Aber in Bezug auf Musik? Ja. Vielleicht nehme ich auch alles viel zu ernst. So ist gut, so ist tiptop. Wie viele haben Sie? Das habe ich gar nicht zählt. Ich würde sagen, etwa 8. Noch 2. Nicht überstrecken, langsam bremsen. Drücken. Schmerzen kenne ich? Bis jetzt nicht. Gut. Und wie ist der Spass? Ja. Wow, Spass, ja. Spass ändern okay. Gegen. Schreibe ich okay. Okay, okay. Schwierig für mich zu interpretieren. Ein 6 oder ein 7? Ja, ein 6, denke ich. 6, gut. Drei Monate später, im Frühling, geht es dem Werner mehr wiederum okay. Er hat sich zurückgekämpft und darf heute endlich wieder spielen. Zum ersten Mal seit der Operation. Er will schauen, ob die Musik noch da ist.
Mal, das ist, ja, das ist ganz gut. So Feinheiten muss ich einfach wieder holen. Aber ja, ich bin zuversichtlich, ich habe gehört, das kann ich holen. Und jetzt habe ich die Zeit. Ja, das ist eben auch eine Freude. Das ist eigentlich mein Sonntagsorgel, wo ich glaube, fast nur am Sonntag drauf spielen sollte. Ja, im Moment habe ich ein gutes Gefühl und ich hoffe, es bleibt so. Ja. Der Werner Eschbacher bricht auf. Just ein Jahr nach dem schweren Eingriff am Herz hat der Werner wieder Schnuff für die grosse Reise. Susi und er sind doch noch in Louisiana gelandet. Im Cajun Country, wie man ihm sagt. Also bringe ich es fast drauf. Nein, das Spiel ist besser. Sehr gut. Mitten im Mardi Gras sind sie gelandet. Eine wilde und ungekoppelte Fasnacht mit uralten Brüchen und mit ganz viel Musik. Das ist mein Swiss Bridge, right? Yeah. Hast du die Sonnenbrille dabei? Ja. Hallo, da ist der Dinner, so. Das wird dir noch Sache geben, wenn sie die Hühner gehen. Ja, dann lassen sie sie rauf. Ja, ja. Die sie verwünschen, können sie Suppe machen. Daraus. Die kommt in die Pfanne. Oh, oh, du bist ein bisschen dekoriert zu sein. Gell, wie das Weihnachtsblühen. Ja, genau. Das ist eine Liveband drauf. Ja, das ist ein Hörner. Es ist der Fasnachtszeistin selber, der Mardi Gras. Das ist uns wie ein vor einem Sturmangriff. Ja! Ich hoffe, es geht so. Yes, es kann sich kommen! Von jungen Männern geht früh am Morgen von Hof zu Hof und heuscht Hühner. Das Federviech ist hier am Chicken Chase freiwillig. Ah, schau, jetzt hat er einen Hut. Wer? Hat er vor? Hat er? Ja. Hat er ihn jetzt den Grill schon umgedreht? Die Hühner landen im Gambo, einer traditionellen Suppe. Man will sich noch mal stärken am letzten Tag vor der Fastenzeit. Der Werner und Susi kommen im rechten Moment. Zwar ist die Musik in Louisiana das ganze Jahr wichtig, aber Mardi Gras ist sie überall. Von Flucht und Irrfahrt handelt die Musik.
Gesungen wird davon, wie das Volk der Acadiens aus dem heutigen Kanada ist vertrieben wurde und wie man schliesslich hier ganz im Süden der Staaten ein neues Heim gefunden hat. Endlich erlebt Werner die Cajun-Musik live. Die Musik, die gang fröhlich und gleich ein bisschen traurig ist. Von Herren und Knechten singen sie. Von Bettlern und Königen vor Flucht, vor verlorenen Heimat. Und sie singen im altertümlichen Französisch, einer ganz eigenen Sprache, im Cajun French. Das Zusammenspiel von Geigen und vom Orgel ist fantastisch. Wie die einander ergänzen, macht es eigentlich aus, die Musik. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Und überall gibt es Gumbo, Hühnersuppe. Hühner haben wir fast leta. Ja. Ja. Oh, was Hühner sind. Akkordeonmusik gibt es in Louisiana seit 130 Jahren. Besuch beim legendären Örgelbauer Larry Miller. Bonjour, Monsieur Miller. Larry Miller, and you are? Werner. Werner, okay, very good to meet you. Ja. And you are Susie. Well, very nice to meet you. Welcome to Louisiana. In der Werkstatt von Larry kommt der Moment vom grossen Örgelvergleich. Gut. Das ist der gut. Oh, it's a three-row. Oh, voilà. Yes. Very good. We don't play a three-row, you know, we just. Wenn es um Mörgeli geht, sind die zwei im gleichen Spittel krank. Auf Fachsimpel können sie trotz der Sprachbarriere. Der Larry Miller war mal Lehrer. Seit 40 Jahren baut er seine typischen Cajun-Mörgeli. It's my personal accordion. Ahorn. Ja, yeah, Curly Maple. Das ist Ahorn. Ahorn, ja, Maple. This one is a key of C. Was ist das für eine Tonart? Kiff C, Do. C? Mhm. Ja. Now this has got... Das ist wunderschön gemacht. Wunderbare Arbeit. Reeds, right? Ah, da. And look, very little, not much. Nicht Spiel, ja. Very little slack. Ja. That's because that Delrin Bushin. Ja, das, die Lichtgängigkeit ist fantastisch. It's because of the Bushin. Ah, ja, ja. Oh, wow. Okay. This was made by a gentleman named Sidney Brown, but he was originally German, Braun. He was the first. Yeah. Ah, ja. And das then, ist interessant. Aber die ursprünglichen Instrumente sind eben aus Deutschland gekommen. Das ist interessant. Das war früher aus Deutschland. Das ist Wahnsinn. When we thought that the all of the German accordion building was going to be in communist, no commerce country forever, is when we began to build them, about 1950.
Warte, ich muss auch die Stühle haben. Yes. Okay. Good. Okay, I will play you a little bit. I started very late in life, so I never became a top of the line accordion player. It's a very, very old German waltz. Darf ich heute etwas schauen? Zum ersten Mal probiert der Werner ein Cajun-Akkordeon. Die Melodie einmal gehört und spielt sie gleich nach. No, tremolo. Very good musical memory, huh? Ich wollte heute ein Foto machen. Oh yes. So, ja. He's 9 years younger than me. Thank you. Okay, for me, huh? Solo. Okay. Ein weit zu flaches Land voll Sümpfe. Die Leute sind nicht reich, die meisten Bauern. Reis wird angebaut, Bauern, Raps. Das, was halt wächst in diesem feuchten Boden. Das Hupen von dem Güterzug will dem Werner nicht mehr zum Kopf aus. Wenn er von weitem kommt, oder, hört man ja noch mal ganz klein. Irgendwie muss es etwas, was in Bewegung ist, wo man merkt, es fährt, es geht weiter, es hat nicht still. Thank you.
Ich habe das nur so von den Westernfilmen habe ich das, irgendwie im Kopf gehabt. Und das hat mich schon beeindruckt. Und das ist natürlich sehr typisch für die Gegend. Die gibt, wenn man nur das hört, gibt das die Identität von der Gegend. Man weiß noch, jetzt ist man da. Oder? Das finde ich schon noch interessant. Gemusiget wird der Cajun-Gegend gängig und überall. Heute will der Werner an einer Jam-Session in Broadbridge, in einem kleinen Städtchen. Da kann mit seinem Instrument kommen, wer will. Fast wie ein Stubbeten daheim, aber eine halbe Weltreise weg. Lebige Volksmusik von allen für alle. Und mit drinnen Örgler aus dem Emmittal. Mit dem Cajun-Örgeli gibt der Ryan Simon den Takt an. Mit dem Cajun-Örgeli, das ist grossartig, wie ihr das bringt. Und wie alle mitmachen, das ist super. Ja. Man versteht sich irgendwie. C'est la musique suisse. Folk. Folk, my music. Bonjour. Das war für mich ein Welterlebnis. Einfach so in die Runde zu hocken, akzeptiert zu werden, das Zusammengehörigkeitsgefühl
ich habe das also wirklich ausgekostet. Diese Parkplätze sind ja auch den Orten. Schau, das sind die Häuschen. Schau mal. Das ist so. Bei uns ist das Baracken. Der nächste Halt: Sitz One Stop, eine Tankstellenimbiss. Tanken tut niemand. Denn hier im schwarzen Nordquartier von Stadt Lafayette sind die meisten zu arm für ein eigenes Auto. Daheim wäre es ein Dorfläden. Der Besitzer hier, der Sid Williams, ist ein der Chef im Revier. Aber wir geben eine Chance für Reis. So, Sisi, Billy Reis. Billy. Ja. Gut, ja. Du willst was? Was? Bei ihm findet man zu essen und Musik und was es sonst so braucht. Ja, gut. Auch der Susi und Werner bietet er in der schummrigen Küche gerade Blackhead Peas an. Das typische Bohnengericht von den Südstaaten. Na gut. Gut. Ah, ist gut. Nein, ist gut. Ein paar Sosis? Nein, keine Sosis. Du hast ein paar Sosis? Das ist gut, so. Thank you. Hey, Suppe! Oh! Hey, paper towel over there, brother. Meine Güte. Hä? Ah, Kardion Horner. Gut. Du möchtest schon einen Tipp reden? Ja. Nathan Williams. Der Sid ist der Bruder des berühmten Nathan Williams. Ein richtiger Musiker. Aber er lässt sich nicht lassen, im Hinterstübli selber eins zu spielen. Maestro, blues. Grazie mille. God bless you too. Goodbye, Joe. We gotta go. Me on my own. Son of a gun. Son of a gun. Jumbo fly. From his back. Feeling jumbo. Mir hat es also noch beeindruckt, wie er offen war und uns eigentlich aufgenommen hat und gerade zu essen gegeben und grosszügig war und uns so wie Freunde behandelt hat. Also, schauen wir den Bruder vom Sid Finger. Also, das Auto an und die Häuser, die da sind, ist das so ein bisschen das Viertel der reicheren, ärmeren, die da auch wohnt.
Der Musiker Nathan Williams hat es mit seiner Band The Zydeco Cha-Chas zu Wohlstand gebracht. Er tourt auf der ganzen Welt. Statt einem kleinen, traditionellen Akkordeon greift er zur digitalen Zydeco-Orgel. Zydeco, so heisst die Louisiana-Musik bei der schwarzen Bevölkerung. Hätte ich was? Ja. Travailler de l'enclos et tout Richard décollé. Tout Richard décollé. Der Nathan Williams hat neben seinem Haus ein eigenes Tonstudio. Zöhne und Enkel und Cousin, die ganze Verwandtschaft macht Musik. You see what I'm saying? It's pretty cool. Yeah. I like it. Nathan, sein ältester Sohn, der Little Nate, hat schon eine eigene Karriere gestartet. Ihn nimmt das kleine Langnauerli Wunge. C'est la Louisiana. Yeah. Yeah. That's Zydeco. Yeah, Zydeco blues, you know. I can go all different kind of angle with my music. Yeah. You follow what I'm saying? I got blues, I got R&B, I got jazz, I got a little bit of everything in my stuff. Yeah. It's hardly, a lot of people said, every time I go all over the country and play, you know, people said, yeah, you say you're almost one of a kind because with your style you play, with my style I play. Au revoir.
Der Little Nate lässt Werner für einen anderen Tag an sein Konzert im El Cidos ein, im Club von seinem Onkel. Das war interessant. Es ist eigentlich jedes Mal ein Abenteuer so mit jemandem, den man noch nie hat gesehen und nie gespielt hat. Zu schauen, ob man zusammen einen Draht hat. Und, ich hatte das Gefühl, es ist gegangen. Ja. Meine musikalisch fast besser verständigen können als der Webau. Der Werner ist sich stotzig gewandt. Wenn es hier mal ob sie geht, sind es nur ein paar Meter auf einen Deich. Henderson, Louisiana, der Deich am Rand des grossen Wasserbecken im Atchafalaya Basin. So heisst das riesige Sumpfgebiet. Hast du gesehen? Was? Schlängli. Dort am Boden. I'm absolutely taking my life in my hands here. What? What he said? He wants a close-up. Is this echt? Yes, let her go. Ah, da hier ist sie, oder? Ui, du, die Schlängler, schön. Merci, Kanko, ist auch doch echt. Ich muss ja aufpassen, dass ich den Hut nicht verliere. Es geht auf Sumpftour mit dem Swampboat. Ein Propellerboot. Es ist also so wie ausgestorben. Und das trübe Wasser, das man nicht weiß, was dort drunter alles kriegt und fleucht. Alligatoren sicher und verschiedene Fische. Mir ist das so etwas mystisch vorgekommen. Also die Sachen, die ich so auf diese Art spiele, das ist eigentlich alles so zustande gekommen. Das ist wie ein Bilderbuch, mit, ja, wo mein Notenbuch ist. Ja. Ich erlebe das nachher jedes Mal, wenn ich das spiele. Und so funktioniere ich eigentlich auch. Nicht alle. Ja, dann mal schauen.
Das sind doch Plastikzähne. Das ist mir fast nicht möglich. Ja. Das könnte echt sein. Und jetzt gehen wir schauen, ob das echt ist. Das könnte echt sein. Thank you. Für seine Sümpfe und für die Musik ist Louisiana bekannt. Und für die scharfe kreolische Küche. Wo sonst kann man frittierte Alligator essen? Es gibt ein bisschen Es ist alles auf der gleichen Tonart, aber es stört mich hier nicht einmal heftig. Oder es ist wie ein Englischwalz, eine Art. Du, das fischelt ja. Ja, das ist jetzt rein Stabentür, das Knacht. Das ist nicht schlimm, wenn ich den einfach hänge. Das ist fast wie Gräuwe. Es ist fast, also könnte noch fast Fisch schon noch sein. Fischknusper, ja. Also. First of all, we'd like to welcome everyone to the world famous El Cito Zydeco and Blues Club tonight. We want to tell everybody happy Mardi Gras. Please tip your bartenders tonight. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you tonight Lil Nate and the Zydeco Big Timers, y'all. Pop that thing. Don't you make me ashamed. Konzert vom Little Nate im El Cidos. Hier trifft der Werner auch wieder der Sitz vom Lädeli. Ihm gehört der Club hier. Do what you wanna. Look at you this. Ja, es sind natürlich ein Haufen Eindrücke, gerade so kurz aufeinander.
dass ich eines Tages so etwas sehe, wirklich eins zu eins, das hätte ich natürlich auch nie geglaubt. Bücher, wo ich so ein wie ein Tagebuch führe, was ich alle Tage gesehen habe. Die Sachen, die ich einfach die ich nicht vergessen will. So eine Dokumentation machen. Und später kann es rangen, wenn das meiner engsten Kollegen bewundert nimmt, dass ich dem Louisiana getrieben habe. Es hat sich herumgeredet, dass ein Emmentaler Örgeler gegen Tisch. Am Fasnachtssamstag ist der Werner Eschbacher auf Ionis eingeladen für einen Gastauftritt im altehrwürdigen Liberty Theatre. Hier gibt es am Samstag ein Cajun-Konzert, das legendäre Le Rendezvous des Cadiens, das vom Radio und dem regionalen Fernsehen live übertragen wird. Bonjour, mes amis, and welcome to the Rendezvous des Cajuns radio and TV show live from the historic Liberty Theater in downtown Eunice, Louisiana. Let's go. And here they come, the Basio Morning. Es ist unwahrscheinlich, was die auf diesem Eichreigen, Cajun-Örgeli, gut mit Schlagzeug und Gitarre natürlich, was die herbringen. Ein bisschen nervös ist er schon. Ich weiß nicht, wie es ihnen gefällt, aber ich denke, irgendjemand wird sicher klatschen. Die Einladung ist ein Riesenehr für Werner Eschbacher. Hier durfte noch fast nie Fremde spielen. We have a special guest visiting with us tonight from Switzerland, from the Emmental region, where they make that wonderful cheese. Big fan of Cajun music, Mr. Werner Eschbacher. And he plays a Swiss accordion that looks a whole lot like ours. 10 buttons. He speaks German, and I don't. But he speaks a little French. Bonsoir tout le monde. Voilà. Waltz.
Very, very fast waltz. Beautiful song. Thank you so much. Merci. Das ist noch der Beste. Da ist mir der Hosenträger los. Was hat die Tüch? Was hat die Tüch nicht mehr? Ja, es ist noch feucht gegangen. Ich muss schauen, dass ich nicht über ein Kabel durchstockle und dass der Abstand zum Mikrofon stimmt und so. Und nachher, ja, ist los. Und mit dir selber bist du auch zufrieden? Oder? Mal, ich glaube es, ja. Nein, ich bin ja nicht bestochen und konnte aufhören. Mama. Grosse Worte nach dem grossen Erfolg. Das wäre nicht der Werner. Er gibt bis zuletzt der Bescheidung. Aber hat er sich so etwas überhaupt träumen lassen? Ja, nein, das schon nicht. Aber es gibt gerne um Überraschungen im Leben. Der Rhythmus, den sie haben. Also, ich möchte gerne, dass sie den Rhythmus so anbringen auf dem Schweizer Hörer. Also, ich will nicht Kitchen-Musik machen in dem Sinn, aber einfach der Rhythmus, der Schwung und der Pfupp, der da drin ist, den würde ich gerne. Dass ich den auch verfunge auf dem Hörer. Das ist ein Prozess. Das braucht einfach auch seine Zeit. Aber ich hoffe, ich bringe das hin.